Herzlich willkommen bei unserer Itepi Challenge. Ich bin Damin, da haben wir Team California Meister. Zur Rechten haben wir dann Maki Meister. Und in der Mitte haben wir unseren Shiri. Bevor ich was weiteres erzählen kann, müssen wir deren erstmal die Augen zubinden. Wunderbar. Dann sagen wir mal 3, 2, 1. Erst Handschuhe anziehen, okay, Handschuhe anziehen. Denkt dran, Leute. Zeit, Zeit. Vorne, das brauchst du als erstes. Beide Handschuhe. Zieh die beide an. Okay. Ja, genau. Aha. Reif, aha. Ist die Reifschale, sehr gut. Was nächstes? Beide Handschuhe. Du musst die anderen Hand fangen schon an zu rollen. Eins, sehr gut. Okay. California Meister. Ja, ja, genau. Und jetzt den Reis. Der liegt direkt über den Nuri-Blättern. Links, 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 links. Genau da. Auf geht's. Die anderen sind schon richtig kalt. Ja, sehr gut. Komm. Ja. Zwei Lachsstücke. Das sieht richtig gut aus. Avocado steht hier vorne in der Schale. Ein Team sieht schon sehr weit aus. Es wird spannend. Avocado, sehr gut. Genau. Meinst du, die Schale direkt daneben ist, da ist dann Lachs drin? Bitte aufpassen, natürlich beeilen, aber bitte nicht in die Finger schneiden. Verletzungen nicht erwünscht. Ja, super, das ist die Sesamschale. Genau, und jetzt schnell schneiden. So, jetzt wird's spannend, Leute. Weißt du noch, wo die Handschuhe lagen? Und? Nee, muss auf den Teller, muss auf den Teller. Und die letzten Sekunden. Die letzten Sekunden. Auf geht's. Geil. Beide Teams fertig. Aber ich würde sagen, unsere sieht schon schöner aus. Ja, wollen wir mal sehen. Ein Team war ja ein bisschen schneller, aber Geschmack und Aussehen wird ja noch bewertet. Einmal die Augenbinden ab. So, kommen wir mal zu dem spannenden Teil, und zwar zu der Bewertung. Die beiden Teams haben ordentlich Gas gegeben. Das Sushi sieht für die Zeit eigentlich recht gut aus, aber das Sagen hat natürlich unser Shiri, der Ong. Den mag ich, die Rolle schnell, aber Sushi ist schon ganz zweimal. Zwei! Das ist Gelbonia, die Rolle auch fast schnell wie den mag ich, aber ihr Sushi ist viel besser, deswegen ich gebe 4 Marken. 4 Marken. Ich muss das selber mal probieren, ich kann nicht anders. Seid gespannt, mal gucken, welches besser schmeckt. Seid ihr nervös? So, fangen wir mal mit dem Maki an. Mhm. Ich probiere erst mal das andere, oder? Ja. Also sagen wir mal so, die Maki war schneller, optisch haben die es nicht so gepunktet, aber geschmacklich fand ich das doch besser, weil der Inhalt und der Reis, die hat ein gutes Verhältnis gehabt. Deswegen gebe ich euch 4 Makis. 4 Makis. Und dein Sushi, meine Liebe, leider nur 2 Makis. 2. Der aktuelle Punktestand von beiden ist jetzt 6:6. Es ist nichts entschieden. Bleibt dran, die nächste Challenge wird nochmal wild.